In Russland, dem größten Land der Erde, steigt die Zahl der Corona-infizierten Menschen seit Tagen deutlich an. Offiziellen Angaben zufolge gab es seit gestern wieder fast 10.000 Neuinfektionen. Damit sind in Russland insgesamt über 250.000 Menschen infiziert. Nur in den USA ist die Zahl noch höher. Die Zahl der Toten bleibt dagegen aber auffällig niedrig. Erste Lockerungen in Moskau. Auf Baustellen darf wieder gearbeitet werden, in einigen anderen Branchen auch. Aber die Geschäfte, die Restaurants, die Bars bleiben geschlossen. Einkaufen darf man im nächsten Supermarkt. Es gilt strenge Maskenpflicht. Hochbetrieb in den Moskauer Krankenhäusern. Corona hat in Russland seinen Höhepunkt noch längst nicht erreicht. Heute wieder fast 10.000 bestätigte Neuinfektionen. Doch die offizielle Zahl der Covid-Toten ist gering. Insgesamt 2.300 sind es in ganz Russland. Das liegt auch an der Zählweise. Im Unterschied zu Deutschland werden nur diejenigen Toten gezählt, bei deren Obduktion zweifelsfrei Covid-19 als Todesursache festgestellt wird, weiß der Wissenschaftler Wladimir Shkolnikov, der die russischen Zahlen untersucht. In Russland beginnt die Pandemie gerade. Das Land ist zu groß, deshalb wird sich das Virus nur langsam verbreiten. Vermutlich sind weit mehr Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben als bisher bekannt. Im April etwa gab es in Moskau 2.000 Tote mehr, als gemäß dem Durchschnitt der vergangenen Jahre zu erwarten gewesen wäre. Die offizielle Corona-Statistik hingegen verzeichnet nur 600 Tote. Jo Angerer in Moskau, Ihr Beitrag bezog sich ja jetzt weitgehend auf das Pandemiegeschehen in Moskau. Wie sieht es in den anderen Regionen Russlands aus? Ja, in den anderen Regionen Russlands breitet sich Corona langsam aus, langsam aber stetig. Die Zahlen nehmen zu. Zwei Hotspots gibt's. Das eine ist Dagestan im Nordkaukasus. In dieser Region leben sehr viele Kleinbauern, sehr viele Marktkaufleute in großen Familien zusammen. Da ist Selbstisolierung kaum möglich. Und da ist zum Zweiten auch ein sehr desolates Gesundheitssystem. Viele Krankenhäuser wurden geschlossen, viel Personal entlassen. Also da ist richtig ein Hotspot. Ein weiterer ist Murmansk, nördlich des Polarkreises. Dort gibt es eine Großbaustelle, wo 11.000 Arbeiter arbeiten und eng zusammengepfercht in Wohnquartieren sind. Und von diesen 11.000 sind auch schon 2.000 in der Zwischenzeit infiziert. Warum sind insgesamt die Infektionszahlen in Russland so hoch? Naja, Russland, da ist das gesamte Geschehen später. Das, was in anderen Ländern schon vor Wochen war, ist jetzt hier. Die Zahlen steigen. Es verbreitet sich immer mehr, das Virus. Es liegt aber möglicherweise auch daran, dass in den Krankenhäusern Schutzausrüstung fehlt, Masken fehlt, Schutzkleidung fehlt, dass sich auch deshalb das Virus stärker ausbreitet. Dazu kommt eben eine vergleichsweise niedrige Zahl von Sterbefällen. Sie hatten im Bericht von einer besonderen Zählweise gesprochen. Es gibt aber auch Berichte, wonach die Statistiken gefälscht seien. Was ist da dran? Ja, es gibt immer wieder Vorwürfe, dass manipuliert wird, dass es Verfälschungen gibt, vor allem von Seiten der Opposition. Aber es gibt keine harten Belege dafür. Und die russische Regierung hat insgesamt vor kurzem jetzt auch entschieden dementiert, dass manipuliert wird. Bekannt ist, dass viele Ärzte an Covid-19 gestorben sind. Wie ist das zu erklären? Naja, wie gesagt, mit der mangelnden Schutzausrüstung in Kliniken. Es fehlt an Masken, es fehlt an Schutzkleidung. Die Ärzte kommen sehr dicht und sehr eng mit den Patienten, auch mit den schwerkranken Patienten zusammen und stecken sich dann selber an. Interessant ist auch, dass viele Ärzte, die in den roten Zonen arbeiten, also dort, wo die Schwerkranken liegen, über psychische Probleme klagen, über Ängste, über Depressionen. Und nun hat Präsident Putin bereits die Ausgangsbeschränkungen gelockert, obwohl sich die Lage ja keineswegs entspannt. Warum macht er das? Das hat mit Sicherheit wirtschaftliche Gründe. Die Wirtschaft war schon vor Corona sehr angeschlagen. Und wenn man jetzt die sogenannten Putin-Ferien, also die arbeitsfreien Tage, noch weiter verlängert hätte, dann wäre die Wirtschaft noch in größere Schieflage geraten. Bislang war Putin ja beim Volk überwiegend beliebt. Wird sein Handeln in der Corona-Pandemie auch so positiv gesehen? Naja, die Zustimmungswerte sind immer noch hoch bei Wladimir Putin. Allerdings gibt es auch sehr viel Kritiker. Putin tritt kaum in der Öffentlichkeit auf, macht immer nur Videokonferenzen mit den Gouverneuren, denen er die Verantwortung zuschiebt quasi. Da gibt es andere, die im Moment beliebter sind, zum Beispiel der Moskauer Bürgermeister Sobjanin, der als Macher gilt hier. Aber insgesamt, wie gesagt, die Werte sind immer noch hoch von Putin. Was sagen denn seine Kritiker? Sagen Sie, es müsste eine andere Handlungsweise her?
Nee, das nicht unbedingt. Aber Putin müsste halt sozusagen mehr Initiative auch ergreifen, mehr präsent sein in der Öffentlichkeit. Die Handlungsweise, also die Selbstisolierung, die gemacht wird, die frühzeitige Schließung der Grenzen, sind sich eigentlich fast alle einig, dass das richtig ist. Danke, Jo Angerer in Moskau.